Auf was wohl Maria, Enzo, Laura und Vladi tippen? Irgendeine Idee? Ja, so eine Kneipe. Oder, genau. Oder so ein, ja. So genau, ein, das habe ich auch gedacht. Eher irgendwie so irgendwas mit Bier. Boah, das stimmt wohl. Martin zischt sich noch eins, während die Mitstreiter eintrudeln. Bist du nervös, Martin? Ja, wir haben ja einen Gourmet dabei, also einen selbsternannten Gourmet. Den Enzo, aber auch der Vladi. Vor den beiden habe ich am meisten Schiss. Aber ich habe in meinem Leben auch schon oft gelernt, manchmal kommt das ganz anders und die Mädchen hauen mich in die Pfanne. Ich muss es abwarten. Genau, abwarten und Weizen trinken. Die Niedersächsinnen beißen schon nicht. Und die Jungs wahrscheinlich auch nicht. Hallo, endlich seid ihr da, Mensch. Ich warte schon so lange mit meinem Bier hier in der Sonne. Die Begrüßung war quasi so wie auf Martin-Art, ne? Mit dem Bier auch in der Hand. Ich bitte euch jetzt einfach mal in meinen schönen Ratskeller, da ist noch kühl. Das lassen sich die Mitstreiter nicht zweimal sagen. So, den Herrschaften werde ich jetzt erstmal zeigen, was deutsche Küche ist. Zunächst dürfen die Herrschaften aber Martins Gewölbe bestaunen. Ein schöner deutscher Bierkeller, aber moderner als ich es erwartet hätte, ist es. Und man sieht, hier ist eine Frau mit an Bord, also Deko. Weil? Deko ist schon ziemlich ins Detail, ne? Ja. Wir haben also natürlich viel Herz hingesehen, aber ja, überall eigentlich, Liebe, ne? Passt. Ja, neue Liebe Ratskeller. Den Namen Neue Liebe, das hätte ich nicht gemacht. Das hätte passt ich auch, überhaupt nicht. Hätte ich auch nicht. Ratskeller ist doch top. Ja. Braucht man keinen Zusatz. Und wie steht's mit der Dekoration? Braucht man die? Farbenkombination. Okay. Bisschen viel Kitsch, ne? Das ist alles so synchronisiert. Ich finde es trotzdem eigentlich ganz schön. Ich glaube, da haben sich heute die Geister geschieden. Die Männer waren eher der Meinung und die Frauen waren eher der Meinung. Es ist schon ein hoher Mix an Farben da. Das stimmt schon irgendwie. Gell? Aber es hat einfach einen Charme. So. Kann denn auch die Speisekarte ein wenig Charme versprühen? Auf jeden Fall, was Positives an der Karte ist einfach, dass das so aufgemacht ist wie ein Heft. Sehr hochwertig, also wirklich Geld in die Hand genommen. Ne? Weil günstig ist das, glaube ich, nicht, sowas herzustellen. Ja, ich als Nicht-Werbeprofi oder so habe das so mit meinem kleinen Laptop zu Hause zurechtgebastelt eben. Ne? Ich finde auch fast die Karte irgendwie zu schade für diesen Ratskeller. Und irgendwie finde ich sie gerade richtig geil, weil er das alles selber gemacht hat. Und sie ist wirklich gut gemacht und hochwertig. Und Bilder zum Draufzeigen gibt es auch. Was will man mehr, oder Enzo? Auf jeden Fall ist die Karte international, ne? Schnitzel Tirol, Schnitzel Hawaii, Schnitzel Paris, Schnitzel Athen, Schnitzel Bella Italia. Und so kriegt dann alles so ein bisschen eine kleine Couleur von einem anderen Land. Aber das deutsche Schnitzel ist dabei. Das glaube ich schon, dass die Leute da drauf abfahren. Ob die Mitstreiter auf die Liebesschnitzel abfahren, muss ich noch zeigen. Hallo. Ich sehe, ihr habt euren Platz gefunden. Dann wollte ich euch noch mal meine neue, große, mittlerweile auch wieder alte Liebe vorstellen. Oh, okay. Steffi. Also Martin ist schon ein kleiner Kuschelbär, glaube ich. Ne? Also der ist wirklich, der ist süß. Habt ihr euch schon so ein bisschen umgeguckt in der Karte? Ja. Kurz entschlossen ordern die Konkurrenten 4 Dreigangmenüs. Und Martin macht sich prompt an die Umsetzung, aber nicht ohne Enzo. Hallo, mein Lieber. Was bereitest du denn eigentlich jetzt vor? Also ich bereite gerade eine Festtagssuppe vor. Ich kenne eine Festtagssuppe von einer Beerdigung. Ich kenne das auch unter verschiedenen Namen. Hochzeitssuppe. Und dann gibt es kleine Abweichungen, je nachdem, wer die auch macht. Heißt du dann Beerdigungssuppe? Nein. Der Malte war alles schwarz hier, ne? Also eine schöne Hochzeitssuppe oder Festtagssuppe wird doch in Ratskeller wie die Faust aufs Auge dazu. Was haben wir denn hier, Martin? Rindermarkknochen. Ja. Beinscheibe. Ja. Schön mit Knochen, mit allem dran. Nee, da wird schon gut gekocht. Das ist schon klasse. Warum eigentlich kalt jetzt das Fleisch in den Topf? Also ich könnte jetzt ja auch heißes Wasser hier schon aufkochen lassen und dann rein. Schneller gehen würde. Aber wenn du das machst, kommt sofort das ganze Eiweiß, alles raus und du hast hier so einen richtig schönen, dunklen Schaum drauf. Den kriegst du auch nicht wieder raus aus der Suppe. Ne? Ich sag immer, umso höhere Gastronomie, umso klarer die Suppe. Ja. Bei mir ist sie nicht ganz so klar. Ja, wenn die leise vor sich hinköchelt, dann kann da nichts passieren, dann ist die klar.
Und er ist ein Tiefstapler, garantiert. Möhrchen und eine Lauchzwiebel samt Befestigungsgummi landen zu Enzos Verwunderung ebenfalls im Topf. Genau so? Ja gut, kannst das Gummi abmachen, ist aber kochfest. Ach was, echt? Wusste ich nicht. Ich würde es abmachen. Zwiebel. Einfach nur halbiert. Hier siehst du so, wie sie so ist, ne? Ja. Ich fand gut, dass er eine Hälfte der Zwiebel unter so einem Kontaktgrill hatte. Und die kam dann dazu und da hat er irgendwie gesagt, wenn die jetzt damit reinkommt, gibt es der Suppe am Ende eine goldene Farbe. Ist mir auch neu. Ich überlege gerade, was da dran sein könnte. Das ist ein ganz alter Klassiker und der gehört so. Zwiebeln, halbiert, angeröstet, bis sie tatsächlich richtig schwärzlich wird. Und das gibt man in die Suppe. Es gibt Farbe, es gibt Geschmack. Alles richtig. Auch zerdrückte Pfefferkörner bringen geschmacklichen Bums. Petersilie lasse ich erstmal weg. Die okay. kommt später, ja. weil die hat ganz viel Chlorophyll. Wenn ich die jetzt reinknalle, ist die ganze Suppe grün am Ende. Okay. Wassermarsch. Kann jetzt ein bisschen dauern. Der Strahl ist nicht mehr so hart, wie er mal war früher. Tja, wir werden alle nicht jünger. So, Einlage zu dem Süppchen. Ja, also so ganz klar wollte ich sie nicht halten. Okay. Muss ein bisschen was rein noch. Was kommt rein? Eierstich. Willst du mir helfen so ein bisschen? Auf geht's. Selbstverständlich. Ja? Ich wasche mir ganz kurz mal so, wenn ich dir helfen soll. Genau. Sauber, Enzo. Gute Einstellung. Na, ganz ehrlich, habt ihr Handschuhe? Nee. Nicht? Die Putzfrau hat welche, ja. Hammer. Hammer. Der Typ ist super. Also kein safer Cooking. So, bisschen Muskatnuss ja. noch so, ne? Die Muskatnuss veredelt fast jede Eierspeise. Und nu, Martin? Und dann kommt das hier in Kombidämpfer. Wenn du keinen Kombidämpfer hast, kannst du auch ein Wasserbad machen. Eierstich, ne? Also es ist nichts anderes wie Ei, Milch, Salz, Muskat. Ne? Pfeffer muss gar nicht sein. Und das lässt du dann im Ofen stocken, ne? Und dann schneidest du es in Rauten. Jetzt kommt das gute Hack ins Spiel. Thüringer Met. Thüringer ja. bedeutet gewürzt nach Thüringer Art. Ja. Ne? Beim Deutschen ist das Merkmal einer guten Suppe das Fettauge auf der Suppe. Ne? Und das ja, okay. kriegen wir dann. Die schaut dich dann mit 1000 Augen an. Fett, Auge sei wachsam. Nun flink die Mini-Buletten rollen. Oh Mann, das ist ganz schön groß geworden. Zeig mal da. Echt? Nee, meiner ist größer. Zeig mal. Definitiv ist meiner größer. Ach so, den meinst du. Nein. Seid ihr auch wirklich beim Fleischklößchen rollen, gerade gedanklich? Ey, Jungs. Wenn jetzt hier mein Koch Egon das sehen würde, der würde Hände über den Kopf zusammenschlagen. Der macht so kleine Knöpfe, 100 Stück, alle gleich. Egon, zeigst du den Jungs mal, wie es geht? Ich bin gelernter Pizzabäcker. Ich weiß, wie man Bällchen macht, in klein und in groß. Beweise bitte. Ja, super. Und so gehören die in die Hochzeitssuppe. Klein, schnuggelig, anschaubar, ne? So, hier einmal die fertige Suppe. Ja. Kommt zum Finish eben dieser Eierstich noch rein. Wie du siehst, ja. diese Suppe. Wie versprochen, guck dich mit 1000 Augen an. So, Martin, super interessant. Kleine Lehrstunde gewesen. Er hat wirklich viel Fachwissen. Und er hat natürlich einen Altmeister in der Küche, was natürlich auch wirklich hilft. Das ist ja, wenn du so einen über mehrere Jahre beschäftigt hast, ist das ja eigentlich wie eine Ausbildung, eine private Ausbildung, ja? Einzelunterricht. Also, das ist schon cool. Dann mal Prost auf Egon. So, die Vorspeise naht. Ja, der erste Gang macht keinen Rückzieher. Enzo möchte die Festtagssuppe feiern, aber kommt es dazu? Die Feta-Pfanne läutet Marias durchaus deftiges Menü ein. Und Laura löffelt nun die Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch. Eine Käse-Lauchsuppe, das finde ich süß. Ne? Die kannst du dir dann noch hineinschütten da? Der Champignon-Schmaus mit Sour Cream soll Vladi beglücken. Sieht alles lecker aus auf jeden Fall. Ne? Schönes Pfannengericht. Ja, finde ich auch. Das ist auch total schön angerichtet. Die Anrichter hat er gut gemacht. Er hat das Gericht auf den Punkt gebracht. Muss man auch nichts zu haben. Die Kontrahenten probieren wacker, bis Enzo seine Suppenmeinung kundtut. Ich habe die Hardexer Festtagssuppe zu den Klößchen. Die sind schon vorgewürzt. Also er nimmt dazu Thüringer Met. Thüringer Met heißt gehacktes. Ja, aber trotzdem durch den Fleischwolf gezogen. Ne? Aber also, das ist mir wichtig. Ich denke, das kann man nach Geschmack selber noch mal variieren. Aber sie ist auf jeden Fall gut genug gewürzt. Vom Salz her kommt schön raus, pfeffrig. Sie ist klar, sie ist schön abgeschmeckt. Der Eistich drin.
gut geröstetes Brot finde ich super dazu. Preis-Leistung in dem Fall mehr als gelungen. Also 4,90 Euro kannst du gar nichts sagen. Für ein gut bürgerliches Restaurant ist das genau richtig gewesen. Kommt Marias Feta-Pfanne auch so bombig an? Ich hatte ja den Feta-Käse auf Tomaten. Und ja, Tomaten sind mit dabei. Oliven so ein bisschen für den Geschmack. Paprika. Hier sind auch frische Kräuter mit dabei. Die Petersilie wurde nicht zum Schluss oben drauf gemacht, sondern die wurde offensichtlich auch mit in den Ofen geschoben. Ich esse sowas sehr gerne und deswegen esse ich das sehr häufig. Und ich bin froh über das Verhältnis von Käse zu Gemüse. Hat eine schöne Konsistenz. Das Würzige, das Pesto, sag ich mal, ist auch alles gelungen. Das kostet 7,50 Euro und ich finde das gerechtfertigt, also das passt. Vladi macht einen eher skeptischen Eindruck. Ist alles fein mit seinem Schmaus? Schon alleine, als der Teller vor meiner Nase stand, kamen schon die Champignons einfach mal nach oben. Also Duft von wirklich Champignons, die schon, also schon in der Intensität an Gerüchen also lange nicht mehr erlebt habe. Also meine Champignons waren aus meinem Heimatland, aus Polen. Habe ich sofort herausgefunden. Ich wusste, irgendwas ist da dran. Das sind gute Champignons. Das sind gute Champignons. Also schön angebraten, fest. Dazu Dekoration, auch sehr schön. Also Creme Sauer, einfach mal so separat. Creme Sauer ist geil. Sour Cream ist Creme Sauer. Das ist süß. Hier habe ich dann so ein Lauchzwiebelchen und dann auch frisch, also normalen Zwiebel. Und als Dekoration fand ich das auch so mit der roten Beeteblatt auch sehr schön. Geschmacklich im Mund, also Wahnsinn. Ja, das Gefühl irgendwie wie wirklich vor 30 Jahren irgendwo was bei Mutter oder bei Großmutter gegessen zu haben. Also so ein, wieder so Kindheitserinnerung sogar. Ne? Tja, ich würde sagen, dass das ganz gut gelaufen ist. Kindheitserinnerung, das sind so die schönsten Komplimente. Suppe gut, da mit dem Feta die Pfanne gut, also toll. Dann darf Martin das hohe Lob nun ernten. So, liebe Leute, ja. Wie hat es euch geschmeckt? Tanzt Laura kritiktechnisch aus der Reihe? Martin, jo. Was soll ich dir sagen? Das war echt ziemlich gut. Es sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die hätte anders machen müssen. Dann wäre sie quasi wie bei Mama. Das Einzige, ihr habt jetzt hier die Petersilie unten drin liegen gehabt und dann das Schälchen so daneben. In dem Fall wollte ich ja halt dieses kleine Gimmick mit der Kanne anbringen. Ich fand die Idee dahinter auch wirklich schön. Also meiner Meinung nach, ja. Der Gast muss auch so ein bisschen am Geschehen auch beteiligt werden. Nur ein Henkel wäre gut gewesen. Henkel wäre gut natürlich wegen Temperatur. War ein bisschen heiß, aber sonst war alles gut. Genau, mit Henkel wäre einfacher gewesen in dem Fall, aber geschmacklich... Habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Geschmacklich war es echt gut, wirklich. Mhm. Bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass er das so empfunden hat. Nee, wir sind dankbar. Mach weiter so, Martin. Jetzt muss man überlegen, wie haben wir alle bis gestern Martin eingeschätzt? Und das ist doch eine mega Überraschung. Er war immer schon netter und immer schon cool und immer so. Aber das ist doch jetzt mehr als eine normale Überraschung. Toll. Jetzt gilt es, die Qualität zu halten mit Laura und Vladi im Nacken. Hi. Hallo. Ich glänze in meiner schönen Küche. Was kochen wir denn heute zusammen? Also wir kochen heute was traditionell Deutsches, weil ich ein deutsches Lokal habe. Hardexer Krustenbraten. Ja, Krustenbraten ist definitiv ein Gericht, was hier in den Laden passt. Ne? Wir reden hier über deutsche Küche und das ist wirklich ein ganz klassisch deutsches Gericht. Ja, Fleisch ist noch immer das liebste Gemüse der Deutschen. Das ist, wird mal dieser Krustenbraten. Die Kruste entsteht hier durch diese, das ist die Haut von dem Schwein, poppt dann auf. Das ist vom Schwein hinten die Keule, der Schinken. Jetzt muss ich diesen Braten einritzen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in dieser Sache, damit sich eine schöne Kruste bildet. Das geht auch ohne Ritz, das geht mit Ritz. Da ist echt ganz viel möglich. Ne? Aber allein, wie er das jetzt so eingelegt hat und alles, also ganz toll. Ohne Umschweife macht sich Martin also ans Ritzen. Jetzt muss man wie bei jedem klassischen Schweinebraten ein schönes Gemüsebett drumherum bauen. Klassisches Wurzelgemüse, ne, nimmt man dafür. Man könnte auch noch gleich
eine Kartoffel mit reinschmeißen. Dann braucht man nachher nicht so viel andicken, ne, wegen der Stärke. Martin als Koch finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich hätte nicht erwartet, dass er wirklich so viel Fachwissen hat. Was ich persönlich wichtig finde, habe ich von meinem Egon gelernt. Hallo Egon. Schön viele Zwiebeln. Gibt nachher eine richtig schöne Soßenbindung. Das finde ich toll. Er zieht den Egon auch wirklich immer mit. Ganz süß. Toll, das ist eine Hommage. Eine waschechte Zwiebelverneigung vorm Altmeister. Nun aber ab ins digitale Rohr. Krustenbraten, da gibt's ein Programm für. Da bin ich naiv. Ja, die modernen Geräte, ne? Ja. Mit Sparte und allem. Und zack, fertig. Hier habe ich schon einen Braten vorbereitet, damit ihr das mal sehen könnt. Mhm. So, der Braten hier an sich ist fertig, ne? Hier, der hat Kruste schon. Grill ich noch mal an. So, und aus diesem ganzen Sud mache ich die Soße. Deshalb parkt Martin den Braten in einer separaten Schale. Ruhig hier ordentlich von dem Material was mitnehmen, ne? Nun kommt der Pürierstab zum Einsatz. Wir pürieren das nur einmal kurz an. Ein paar Umdrehungen später geht's in ein weiteres Küchengerät. Hast du das dir sehen? Wenn da Soße reinkommt oder so reindrisst, ist die flotte Lotte. Das ist ein Küchenutensil, das hat schon meine Großmutter hat damit rumgewälzt, ne? Geil. Und natürlich ist in diesem Fond jetzt richtig viel Kraft drin. Ne? Wir haben ja vorhin gesehen, was da alles drin rumschwamm. Bier noch? Ist das irgendein spezielles Das ist so ein Schwarzbier vom Fass. Auch das bringt reichlich Kraft mit. Jetzt noch etwas Sahne dazu. Soße ist fertig. Ja. Jetzt wird der Braten aufgeschnitten, angerichtet. Das war's schon. Und das ist auch das Stichwort, sich schnell an den Tisch zu verkrümeln. Denn der Hauptgang naht und der hat es in sich. Burger war schon ziemlich riesig. Also, ja. Ich bin schon froh, dass ich eine Nummer kleiner bestellt habe, weil auch diese Nummer war echt riesig. Der Burger sieht richtig. Hast du ein bisschen Hunger mitgebracht? Ja. Noch lacht Laura, aber schafft sie ihren von Fritten flankierten Homestyle-Burger komplett? Auch Maria hat mit dem Schnitzel Hawaii keinen kleinen Snack geordert. Der Zwiebelrostbraten breitet sich in all seiner Pracht vor Enzo aus. Und Vladi lässt bei seinem Krustenbraten die Schwarte krachen.